Hallo, ich heiße Caroline Hotter, studiere Architektur und ich beschäftige mich mit nachhaltiger Stadtplanung. Das zielt zum einen darauf ab, Emissionen zu verringern, CO2-Ausstöße, Energieeinsparungen zu erbringen sowie Lärmschutzmaßnahmen zu errichten. Als Architekt kann man direkt auf die gebaute Umwelt einwirken, deswegen sind diese Maßnahmen eben sehr direkt und haben eine große Wirkung. Und eine dieser Maßnahmen ist, dass wir mit kompakten, dichten Baumassen versuchen, die Transmissionswärmeverluste zu reduzieren von Gebäuden. Das ist, als würde man den Gebäuden im Grunde eine dicke, warme Jacke überziehen, sodass diese Gebäude eben nicht mehr frieren müssen. Außerdem versuchen wir eben mit Lärmeschutzmaßnahmen den Lärm zu verringern, der bis zu gesundheitsschädlichen Konsequenzen führen kann. Das ist, als würde man irgendwie das Gebäude mit einem Regenschutz überziehen, damit der Lärm sozusagen reduziert wird. Und die dritte Möglichkeit, was wir machen, ist im Grunde Grünflächen zu errichten, große Freiflächen zu errichten, dass wir im Grunde werden Bäume, die reduzieren ja auch hier CO2 durch Sauerstoffumwandlung und richten auch für den Menschen im Grunde geht es um eine Denkweise. Nachhaltigkeit ist, beginnt im Kopf und versucht eine Harmonie zwischen Mensch, also Gesellschaft, Ökologie und bebauter Umwelt und der Wirtschaft herzustellen. Gut, also bei Grünflächen geht man halt eben auch tiefer. Bäume wirken auch wie ein Lärmfilter, also die kann man als Baumreihe, Baummasse errichten, muss im Grunde wie eine Art Lärmschutzmauer auch wiederum, was dann eben auch mehrere, mehrere Qualität zur Folge hat, eben die CO2-Reduktion sowie auch Grünflächen zur Naherholung. Das ist wiederum unglaublich wichtig eben für die Natur und für die Gesundheit von den Menschen in der Stadt oder auch für das Wohlempfinden. Ja gut, jetzt langsam auch.